Wir wollen ja Dinge produzieren, die lustig sind und nicht einfach nur so, wie sagt man das, von der Stange, wie bei oder keine Ahnung, wie die alle heißen, ne? Nein, Spaß beiseite. Herzlich willkommen, Freunde, zu unserer ersten offiziellen Folge, unserer Vorstellungsfolge auf dem ADC-Kanal. Wir waren ja vorher DZ Bikes and Parts, bla bla bla. Jetzt nutzen wir diesen Kanal hier quasi für American Dream Cycles. Ihr habt es euch gewünscht, wir haben ja vorangegangen schon einige Reels produziert, wo wir auf diesen technischen Aspekt mehr eingegangen sind. Wir wollen das jetzt ein bisschen weiter ausbauen. Ihr wollt, dass wir es weiter ausbauen. Wir nehmen euch jetzt hier zweimal die Woche mit in der Werkstatt. Das heißt, wir werden zwei Videos pro Woche produzieren. Wann werden die veröffentlicht? Keine Ahnung. Montags und Donnerstags, der Kollege hinter der Kamera, den werdet ihr auch noch kennenlernen. Der eine oder andere kennt ihn schon. Wir verraten da noch nicht zu viel. Worum soll es gehen? Wie gerade schon gesagt, technischer Aspekt. Ein Video, Daily Business. Also was passiert eigentlich in der Werkstatt? Wie entstehen diese ganzen Sachen? Von bis, also auch wirklich unsere Fails. Ihr sollt nicht nur dieses geschönte Bild von so einer Werkstatt haben, sondern einfach wirklich authentisch, wie so ein Werkstattalltag einfach abläuft. Das andere Video, ein bisschen mehr technisch gehalten, für die, die vielleicht auch mal zu Hause irgendwas machen wollen, planen, irgendwas umzubauen, etc. pp. Da nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Einiges habt ihr schon in unserer Werkstatt gesehen, da brauche ich jetzt nicht so großartig drauf eingehen. Wir machen im Grunde genommen ja eigentlich alles hier, von Touring-Modellen bis hin zu Markenfremdfabriken. Ja, das machen wir auch schon ab und an mal, die alten Schinken, neuere Modelle, Performance, Chicano, Bagger, Chopper, Schlag mich tot, alles was es gibt, diese ganze Bandbreite. Eins der aktuellsten Projekte, da kann man jetzt schon mal einen kleinen Teaser zu geben. Wir warten hier alle schon gespannt, deswegen haben wir drüben auch ein bisschen Besuch. Wir können das mal filmen, nämlich unser MCS-Vertreter und guter Freund des Hauses ist hier. Der versteckt sich da, wie man sieht, ganz, wie sagt man, hübsch wie er ist, steht er einfach nur da, sieht gut aus und, wa und wartet derzeit auf sein Motorrad. Der bekommt nämlich tatsächlich jetzt auch so einen klassischen Chopper, den wir für ihn aufbauen werden. Deswegen werdet ihr ihn auf jeden Fall sehr oft jetzt hier sehen. Davon gehe ich aus, weil der vertraut uns eigentlich. Ja, dann halt nicht. Das Bike werden wir dementsprechend aufbauen. Das ist jetzt derzeit mit unserem Carlos unterwegs. Auch den werdet ihr in den Videos öfter mal sehen. Quasi auf dem Weg von Hamburg hierhin. Was das genau ist, seht ihr dann in den nächsten Folgen. Ist auf jeden Fall ein absoluter Schrotthaufen. Aber guten Freunden tut man natürlich einen Gefallen und baut das dann dementsprechend auch auf. Wird ein cooler Shopper. Das mal nur so dazu. Wir haben noch einige andere Projekte in der Pipeline, wie zum Beispiel ein Performance-Bagger, der tatsächlich mal mir gehört hat. Ihr kennt den, diese rote Performance Roadglide. Die haben wir demnächst jetzt wieder hier. Die kriegt einige Upgrades, Motor-Upgrades, die Bremse wird gemacht und so weiter und so fort, um das Ganze noch ein bisschen mehr Peak-Performance einfach zu geben oder auf diese Peak-Performance zu bringen. Motorleistung war da ja noch ein Thema. Ansonsten Daily Business, einen 26 Zoll Umbau haben wir jetzt gerade. Auch da nehmen wir euch mal mit. Diese Charger an Harleys stirbt natürlich auch nicht aus. Da geht es auch immer weiter. Es gibt also nicht nur Club Style. Nein, wir nehmen die komplette Bandbreite einfach mit, was so gemacht wird in dem Werkstattalltag. Also, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Wird viele lustige Momente geben, hoffe ich zumindest. Und ja, wer den Kanal bis jetzt noch nicht, wie muss ich das formulieren? Abonnieren und? Und mal auf die Glocke hauen, würde ich sagen, ne? Abonnieren und auf die Glocke hauen. Macht das auf jeden Fall. Wir würden uns darüber freuen. Ihr helft uns damit, den Harley-Content in Deutschland einfach mal ein bisschen authentischer und vor allen Dingen auch fachlich korrekt zu gestalten. Also, Freunde, bis dahin. Man sieht sich. Haut rein. Ciao.